Hallo und willkommen bei Islam Info. Islam Info ist eine Serie, die gedacht ist, um Daten, Fakten und Informationen sowohl für Muslime als auch Nicht-Muslime gleichermaßen zur Verfügung zu stellen. Nicht jeder hat wie ich die Gelegenheit, in islamregierten Ländern als Nicht-Muslim, als Wissenschaftler und nicht als Theologe den Islam von der Pike auf zu lernen, ohne Emotionen, so wie man Erdkunde oder Mathe lernt. Und dieses Wissen möchte ich weitergeben in der Form von Information, nicht Propaganda. Mir geht es um meinen 3-Punkte-Plan, den ich mal vor ein paar Jahren aufgestellt habe. Erstens, lernen, was Islam eigentlich ist. Woher kommt er? Was steht da eigentlich drin? Was sind die einzelnen Ideen da drin? Wie kann man den Islam eigentlich sehen? Dann das zweite ist differenzieren zwischen Menschen, also den Muslimen, und diesen Ideen und der Ideologie halt, dem Islam. Um zu verstehen, wie weit kann ich eigentlich das, was im Islam steht, generalisieren und auf alle Muslime anwenden. Und das dritte ist erfassen, was der Islam heute im 21. Jahrhundert bedeutet. Das heißt, wie weit ist eigentlich der Islam aus dem 7. Jahrhundert oder 8. Jahrhundert oder was immer in der Lage, heute im 21. Jahrhundert noch gelebt zu werden? Und hier kommt jetzt Islam-Info ins Spiel. Anstatt stundenlang zu referieren, werde ich kurze, fokussierte Schnipsel herstellen, die jeweils ein spezifisches Thema behandeln. Und natürlich kann ich nicht den Islam preisen, wenn ich Kritiker bin. Aber ich werde mich bemühen, Themen sachlich darzustellen. Und auch wenn der Islam etwas Positives beiträgt, in meinen Augen etwas Positives, werde ich das ganz klar sagen und nicht verheimlichen. Wichtig hier ist mein Referenzpunkt, der sowohl den Ansatz als auch die gesamte Vorgehensweise bestimmt. Da ich keine eigenen Götter oder Göttinnen verehre oder anbete, die ich durch Runterputzen des Islam selber aufwerten möchte, egal wie dumm das auch wäre. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass ich auch nur ein Mensch bin und nicht alles wissen kann. Wenn ich einen Fehler mache, dann freue ich mich, wenn ich korrigiert werde, da ich ja dann etwas gelernt habe. Aber bitte nicht mit einfachen Behauptungen, sondern schon mit Begründung, also konstruktiver Kritik. Und wenn jemand ein bestimmtes Thema im Islam weiter beleuchtet haben will, bin ich für Vorschläge immer dankbar und werde das berücksichtigen. Natürlich nur, sofern ich tatsächlich etwas Nützliches beitragen kann. So, ich hoffe, ich mache jetzt hier etwas Hilfreiches. Und wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, gehe ich davon aus, dass wir sowas im Dialog klären können. Bis bald und viel Spaß bei den Islam-Info-Videos.